Ja, heute sind wir zu Gast bei Wacker Innsbruck 3. Wir haben da die zwei Kapitäne, einerseits den Philipp Viertler, andererseits den Christoph Schmidt. Fipse, wie ich gerade gelernt habe, lass uns einmal damit beginnen. Ihr seid ja sensationell in dieses Jahr gestartet. Ihr habt es da angefangen, wo ihr letzte Saison auch gehört habt. Ihr habt eine Siegesserie hingelegt, die sich sehen lassen kann. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie hat sich denn das Jahr so entwickelt oder die Saison so entwickelt jetzt? Also der Start war gut, also da haben wir die Ergebnisse wie letztes Jahr weitergeführt und ja, die Leistungen waren auch gut und nachher zum Schluss aus, die haben wir mit ein paar Ausfälle auskommen müssen und die haben wir schwierig kompensieren können. Dadurch ist uns eine Niederlage zugefahren und das ist eben wegen der Ausfälle und nachher haben wir mit vielen jungen Spielern gespielt, mit Jahren 2002 und 2003 und das war nachher einfach ein bisschen der Erfahrung schuldig, glaube ich, dass man die Serie nicht weiter durchziehen haben können. Jetzt spricht er von ganz jungen Spielern. Mit ganz jungen Spielern haben wir gespielt. Stoffel, jetzt erzähl mal, wie jung seid ihr denn wirklich aktuell? Aktuell ist, glaube ich, der älteste Jahrgang 2000 und der jüngste ist 2003, soweit ich weiß. Ja, es ist halt schon, also dass die 2003er manchmal schon spüren müssen, wie das so ist im Heimfußball. Aber das gehört dazu und ich finde, es ist. Finde ich eine gute Erfahrung. Auch ich bin jetzt 2001 mit 17 Jahren gegen Herren spielen, ist halt auch schon. Also da kriegt man halt schon eine Erfahrung und ja, es passt eigentlich alles. Fipse, insgesamt die Erfahrung im Team ist ja jetzt gerade im Herrenbereich noch nicht, kann ja noch gar nicht so groß sein. Jetzt seid ihr ja das zweite Jahr im Erwachsenenfußball. Wie hat sich denn das Team so entwickelt? Ja, also letztes Jahr am Anfang. Da sind jetzt eben die 99er weggefallen vom letzten Jahr und dadurch sind wir eher wieder verjüngt worden, sozusagen. Da sind die ganzen weggefallen und viele neue Spieler. Aber ich glaube, dass wir uns gleich einmal gut eingefunden haben miteinander. Dadurch, dass wir jetzt auch immer viele Probespieler kriegen, ist das auch, finde ich, gut, dass man da auch neue Spieler kennenlernt und da geben wir uns gegenseitig Erfahrungen weiter, sozusagen. Und jeder kann von jedem lernen, ob das jetzt jüngere, sogar ältere Spieler für jüngere. Also, das finde ich eigentlich gut. Ich finde, dass wir ein gutes Team sein. Stoffel, jetzt habt ihr ja ein sehr erfahrenes Trainerteam. Ihr habt einen österreichischen Ex-Nationalspieler, einen sehr, sehr bekannten. Und ihr habt mit Christian Stoffern Trainer, der war Co-Trainer bei den Profis. Wie könnt ihr von denen beiden profitieren? Wir profitieren auf jeden Fall von der Erfahrung mit dem Christian Stoff, der was schon im Profibereich gearbeitet hat. Ja, der weiß halt einfach, was man dafür tun muss, um oben zu landen. Und mit dem Herrn Kretschnik ist es halt auch ein Nationalspieler, Tivoli-Legende, wie man so sagt. Ja, es ist halt wie so eine Art zwei Menschen, die was halt das erreicht haben, was du halt auch willst. Und ich meine, die geben uns die Erfahrungen, wie der Philipp schon gesagt hat, auch weiter. Und wir müssen halt schauen, dass wir das am besten umlösen. Fipse, jetzt hast du schon die Verletzten angesprochen. Du bist ja zumindest eine Zeit lang davon verschont geblieben, du hast alle Spiele gemacht. Wie ist denn so das Standing der Mannschaft, wenn man irgendwo auswärts auftritt? Ja, natürlich ist es oft, wenn man weit weg fährt, schwierig, weil man in viele Dörfer, ich weiß auch nicht warum, ist der Wacker jetzt nicht so beliebt. Vielleicht, weil da die guten Spieler nachher doch lieber zum Wacker gehen und auf die Ausbildung schauen. Weil ich meine, wenn man Profi werden will, muss man schon eine gute Ausbildung haben und die ist da halt am besten gehen. Und ganz herzlich sind wir jetzt nicht immer empfangen worden, aber jetzt kann man auch nicht sagen, dass man irgendwas Gröbers vorgefallen ist, auch nicht. Und die Gegenspieler, dass man da jetzt sagen kann, wir werden nur zusammengekackt. Also, weil man, das kann man überhaupt nicht behaupten, finde ich. Es waren das Großteil immer faire Partien. Ich wollte gerade sagen, Stoffel, ich glaube, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht. Ihr spielt ja beide einen defensiven Part, aber die Spiele sind nach wie vor recht fair. Ja. Also auch wenn man einmal vielleicht zumindest am Anfang ein bisschen überlegener gewesen war und trotzdem haben sich die Gegner jetzt nicht durch schwere Fouls irgendwie ausgezeichnet. Ja. Also beides gehört halt dazu zum heimischen Fußball, dass es einmal ein bisschen rüber zugeht, aber jetzt so, dass man irgendwie
Spiel abbrechen müsst oder sowas. Also das war jetzt nicht der Fall. Also das ist eigentlich immer gut abgelaufen. Du hast leider nicht alle Spiele machen können. Die hat die ein oder andere Verletzung ein bisschen zurückgeworfen. Wie ist denn der Stand der Dinge bei dir? Ja, mittlerweile ist es wieder gut. Also jetzt nach 7 Wochen Pause ungefähr bin ich jetzt wieder zurück im Training, kann wieder voll mitmachen und hoffe, dass ich in der Rückrunde dann alle Spiele machen kann. Fipsi, du hast schon angesprochen, zum Schluss aus, ich habe mal doch, war man wirklich extrem jung unterwegs, ein ganz, ganz großes Verletzungspech gehabt. Trotzdem ist man mit einem wirklich schönen Ergebnis nachher noch in die Winterpause gegangen, man hat noch 1-0 geführt, 1-0 gewonnen. Es heißt Tabellenführer mit 6 Punkte Vorsprung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Naja, ich denke, wenn man in der Winterpause Tabellenführer ist, dann möchte man das am Ende der Saison auch bleiben, oder? Ja, ich glaube jetzt dadurch, dass wir jetzt im Winter arbeiten mit dem tollen Trainerthema und die anderen wahrscheinlich, was ich vermute, in der Schimpflasse eher im Winter wenig Trainingseinheiten machen, dass wir dann im zweiten Halbjahr noch besser auftreten. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir da die Siegesserie fortsetzen können und keine Niederlagen einfahren. Stoffel, du, wie siehst du das? Was ist jetzt alles am Plan in der Winterpause? In der Winterpause auf jeden Fall, dass wir halt das Training gescheit durchziehen, dass wir unsere Fitness und alles oben halten und dass wir eben, wie der Liebste schon gesagt hat, in der Rückrunde dann nochmal Punkte holen und hoffentlich den Meistertitel. Okay. Stehen wir ja kurz vor Weihnachten. Eine Frage zum Abschluss muss natürlich sein. Fipsi, was soll denn das Christkindl bringen? Ja, fürs Fußball ja auf jeden Fall. Er soll gesund bleiben und Verletzungen weniger werden. Wenn möglich sogar ganz ausfallen. Natürlich ein tolles Team und weiterhin so viel Spaß am Fußball, das ist für jeden. Stoffel, bei dir? Ja, eigentlich das Gleiche, dass ich gesund bleibe das nächste Jahr, dass ich mit der Mannschaft einfach trainieren kann und dass wir die Saison einfach gut umbringen. Jetzt fällt mir natürlich noch was ein, weil der Fipsi gesagt hat, das ist jetzt ein tolles Team. Was macht euch denn als Team so aus? Das heißt, die zwei Kapitäne, ihr kennt das Team wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, dass die Stimmung in der Mannschaft halt gut ist. Also ja, im Training jetzt, klar gibt es manchmal Ausnahmen, aber meistens ist halt, also man kennt sie untereinander und ja, das Training ist einfach, mit der guten Mannschaft ist es halt besser, wie wenn es jetzt die Hälfte nicht mag. Und ja. Also ich finde, dass die Stimmung und da die Spieler unter sich alle gut befreundet sind und das macht, glaube ich, ein gutes Team aus. Fipsi, wie siehst du das? Ja, es ist sich gleich. Ich finde, dass du jeder für jeden in die Bresche springen darf, wenn es notwendig ist. Das ist immer das Wichtigste im Spiel. Weil es auch jetzt mal nicht was klingt, dass da Aufmunterungen kommen und jeder für jeden dasteht. Ich glaube, das zeichnet uns aus. Okay, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für das Interview. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt verletzungsfrei. Danke.